Hey Leute, herzlich willkommen zum, ich kann es selbst kaum glauben, wir sind fünfstellig, zum 10.000er Abo-Special hier bei Gate to the Games. Es hat sich eine Menge getan auf unserem Kanal, wir haben viel Spaß mit euch und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir die 10.000 erreichen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, vor einem Jahr hätte ich mir das niemals träumen lassen, dass wir jetzt hier stehen und ich finde es super geil und wir machen das größte Abo-Special hier bei Gate to the Games aller Zeiten. Ihr seht, was hier für ein riesen Batzen Kram vor mir liegt. Und das könnt ihr alles gewinnen. Wir haben nämlich uns gedacht, wir machen das 10.000 Abo-Special. Also haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gewinne. Für jeden Tausender gibt es hier ein Artikel zu gewinnen. Und wie gesagt, mega geil. 10.000 Abonnenten. Ich freue mich riesig. Ich finde es super cool. Und Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Also es ist super geil und ich kann mich nur bei euch bedanken. Es macht total viel Spaß und es ist einfach der Wahnsinn. Es ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seht, ich bin schon voll von der Rolle hier. 10.000, das ist echt der Knaller, als ich das heute gesehen habe. Und da haben wir uns gedacht, wir hauen jetzt hier richtig einen raus. Und ihr seht ja, was wir hier haben. Ich gehe es jetzt nochmal mit euch durch. Die Teilnahmebedingungen schreibe ich euch wieder unten rein. Altes Spiel, ihr kennt es. Abonnent sein, Video liken. Ich will gewinnen schreiben mit dem, was ihr gerne gewinnen würdet. Und ja, dann warten wir 7 Tage. Ihr hofft, dass ihr Glück habt. Dann losen wir die ganzen Gewinner per Zufall aus. Und schreiben das in das Kommentarfeld unter das Video rein. Und dann schreibt ihr uns eure Adresse. Und ja, dann bekommt ihr das, was ihr gewonnen habt. Und was ihr hier gewinnen könnt, ist natürlich ein riesen Batzen Karten. Das erste, was wir hier haben, ist ein komplettes Display Premium Gold 3 Infinite Gold, natürlich auf Deutsch. Dann haben wir ein Sword Art Online Trial Deck. Ein weiß-schwarz-Trial Deck, nämlich das beliebteste Trial Deck aller Zeiten, würde ich sagen, zu dem Anime Sword Art Online. Dann haben wir 5 Schicksalsschmiede Booster. Schicksalsschmiede, super beliebte Edition gewesen. Deswegen haben wir uns gedacht, hauen wir hier 5 Schicksalsschmiede Booster raus. Ist auch noch ziemlich aktuell. Dann haben wir hier 5 Fighters Collection Booster für die Cardfight Vanguard Fans unter euch. Die gingen im letzten Abo-Special so gut. Da haben wir uns gedacht, packen wir nochmal 5 dazu. Dann haben wir hier einmal Yu-Gi-Oh! Top Trumps. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Top Trumps ist ein Quartettspiel, ein Trumpfspiel. Sowas wie früher mit Autokarten, wo man dann hatte irgendwie, keine Ahnung, PS so und so viel, Spitzengeschwindigkeit so und so viel, von 0 auf 100 in so und so viel Sekunden und der höchste Wert gewinnt. Ist auf jeden Fall total toll. Hier kann man es ein bisschen sehen. Wir haben da dann so Fähigkeiten wie maximaler Angriffswert, Anzahl der Karten, Level, gewonnene Duelle und so weiter mit den ganzen Protagonisten aus der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel. Total cool. Für zwischendurch kann auch jeder spielen, dazu braucht man keine Yu-Gi-Oh!-Kenntnisse. Ist auch mit schönen Hintergrundinfos noch bestückt. Richtig schöne Sache. Dann haben wir hier das Structure Deck Saga of Blue Eyes White Dragon, das beliebteste Structure Deck aller Zeiten. Damit kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Dann haben wir hier noch 2 Shining Victories Special Edition Packs. Shining Victories, das ist ja auch abgegangen wie nichts. Super coole Edition mit den ganzen blauäugigen Monstern. Richtig schöne Sache gewesen. Dann haben wir hier, mir fällt gerade auf, es ist sehr drachenlastig, was Yu-Gi-Oh! Angeht. Wir haben hier das Structure Deck Rise of the True Dragons. Das war auch ein richtig cooles Deck. Wir haben erst überlegt, ob wir das Yu-Gi-Oh! Starter Deck reinnehmen. Haben uns dann aber gedacht, das ist Yu-Gi-Oh! Starter Deck ist ja ohnehin ein bisschen günstiger und auch nicht ganz so beliebt gewesen. Deswegen nehmen wir das Rise of the True Dragons Deck. Und dann haben wir noch 2 Force of Will Artikel für euch. Nämlich nochmal 5 The Moon Priestess Returns Booster Packs. Auch eine sehr schöne Edition, schon ein bisschen älter, aber auch sehr, sehr gefragt. Auch einer der Gründe, warum wir das hier reinpacken. Und dann haben wir nochmal das Finsternis-Deck Resard Untoter Lord von Force of Will. Das waren unsere 10 Artikel. Das heißt, es gibt jetzt 10 Gewinner. Die Chancen stehen also relativ gut, dass ihr da was gewinnen könntet. Schaut auf jeden Fall dann nach den 7 Tagen rein, guckt, ob ihr gewonnen habt. Schreibt uns eure Adresse. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen. Hoffe, dass das weiter so steil bergauf geht hier auf dem Kanal. Ich finde es jedenfalls total cool. Und ja, freue mich auf das nächste Video, das ich für euch drehen kann und sage bis dann.